Wir schauen mal. Ahoi! Schön hier, oder? Ja, geht so. Ja, sehr. Was macht ein Matrose hier draußen auf dem Land? Ich bin eigentlich kein großer Freund von Wasser. Falscher Beruf, bin oder? Bin einfach nur froh, meine Füße im Trockenen zu haben. Aber ist das nicht ein Matrosenanzug, den Sie da tragen? Ja. Deko. Und? Also, Sie haben Angst vor Wasser? Ei, Thalassophobie. Alles fing an, als ich noch ein Junge war. Damals zu Hause an einem schönen Sommertag. Ich war gerade planschen im See, als mein Onkel Ulf plötzlich mit dem Hintern voran zu einem ungestümen Sprung ansetzte. Sein gigantisches Gesäß stürzte wie ein Meteor auf mich herab. Der Anblick verfolgt mich bis heute. Damals bin ich fast ertrunken. Heute bin ich mir sicher, das muss der Moment gewesen sein, in dem ich diese schreckliche Angst vor Gewässern entwickelt habe. Der Arme. Was ist mit Ihrem Bein passiert? Tja, das war bei meinem zweiten Job als Klavierspediteur. Ich möchte nicht allzu sehr ins Detail gehen, aber dank der Barmherzigkeit eines reumütigen Instrumentenherstellers konnte ich mir dieses hübsche neue Bein hier leisten. Ja, mein. Und aus meiner frühzeitig abgeschlossenen Berufsunfähigkeitsversicherung ziehe ich eine ansehnliche Invalidenrente, die mich über die Runden bringt. Ich habe meine gekündigt. Weit, weit weg von der rauen See. Das ist eine schöne Geschichte. Oder ist es eine traurige Geschichte? Ich bin mir nicht sicher. Kann man sehen, wie man möchte. Ich muss dann mal wieder. Passe auf dich auf! Na klar. Da geht's wieder raus. Ja. Hier ist noch ein Pokal. Kann ich den mitnehmen? Ein Bleipokal? Also ein Pokal aus Blei. Was brauchen wir? Blei? Brauchen wir Blei? Bestimmt. Irgendwo brauchen wir bestimmt Blei. Und dann wissen wir schon mal, wo wir welches kriegen. Nur, dass wir es bis dahin wahrscheinlich vergessen haben. Guck mal. Ui, ist offen. Muss ich kurz anders hinsetzen. Mikro wieder ausrichten. So, so könnte gut sein. Was gibt hier? Irgendwas Neues? Ach ne, da geht's wieder nur raus. Haben wir. Ich möchte ein Eis. Ein Eis, bitte. Ein Calippo. Hansen-Eiscreme. Die habe ich als Kind immer gern gegessen. Cornetto Erdbeer? Magnum? Eis. Ich will ein Eis. Tretbootverleih. Eine Stunde, eine Mark. Kann ich da nicht... Ich dachte, ich kann da interagieren. Jetzt ist doch offen. Das Boot ist weg. Oh, da liegt was. Hätte man noch nicht gesehen, Mika, die Leertaste nicht. Ein Ticket für die Tombola. Oh. Heute ist wohl mein Glückstag. Na, dann wieder auf zurück. Ist hier noch was an dem Baum? Komm, pfeif mal. Wir brauchen mehr Vögel, wa? Dann sind die Vögel wahrscheinlich wieder hier, ne? Die Laterne flackert unruhig. Ja. Klassischer Fall von Lichtverschmutzung. Oh mein Gott. Hier fehlt wieder der Mittelpunkt der Welt. Hast du was übersehen? Wahrscheinlich ja. Finden wir später. Ist hier irgendwo ein Kreuz, was ich übersehe? Das haben wir. Ich weiß es nicht. Hier versuchen wir unser Glück bei der Tombola. Treten Sie näher! Puh, haben wir gerade. Jedes Los ein Gewinn, garantiert keine Nieten! Kriegt ihr eine Bootsfahrt? Als Hauptpreis winkt eine ganztägige Bootsfahrt auf der trüben Lanke. Ich behaupte mal, wir kriegen die. So, mitmachen. Hier, hab ein Los. Guck mal hier. Hier! Ich habe ein Los gefunden. Ja. Na sowas, die Glückspilze. Ja, das bin ich. Schauen wir doch mal nach, was Sie gewonnen haben. Hauptpreis, okay, komm schon. Okay, halten Sie sich fest. Ja. Hier ist Ihr Preis. Und? Eine Dose Katzenfutter. Okay. Zur Verfügung gestellt von der Trüberbrucker Werbegemeinschaft e.V. Hui. Na, schönen Dank. Viel Spaß damit. Ich wollte eine Bootsfahrt haben. Manu. Guck mal, jetzt sind die alle wieder weg.
Wir gehen mal. Ich hatte doch vorhin noch was anderes, wa? Mandeln hatte ich, genau. Wir holen nochmal die Vögel hierher. Sie sind gemeinsam so schwer, dass die Antenne fast abbricht. Ja, ist auch gut so. Die Antenne ermöglicht den Fernsehempfang. Wir gehen nochmal rein. Bieten dem Mädchen jetzt mal dieses gebrannte Mandeln. Kleines Mädchen, ich kann dir keine gebrannten Mandeln geben. Hi Leni, was gibt's Neues? Nix. Heute ist der große Jubiläumsmarathon von Twilight Area. 12 Stunden am Stück. Na, draußen ist das große Dorffest. Hast du nicht mal Lust auf die echte Welt da draußen? Nee. Die echte Welt ist da drin. Siehst du sie nicht? Das ist nicht die echte Welt, ist eine Fernsehsendung. Aber es gibt Eis und Zuckerwatte. Ein bisschen frische Luft, die ist schon gut. Und hier sind so ganz viereckige Augen. Guck mal, der ist oval, der Fernseher. Der passt schon. Aber draußen gibt es Eis und Zuckerwatte. Ja. Ich überleg's mir. Na, dann muss ich aber erstmal weiter gucken. Richtig. Was das? Können wir nochmal? Sie ist wieder in ihrem Parallel. In ihrem Paralleluniversum. Nee, tut mir leid, ich hab's nicht ausreden lassen. Aber, was mache ich denn jetzt? Wo gehe ich denn als nächstes hin? Ich gehe nochmal auf zur Seilbahn. Kommen wir jetzt selbst da runter? Hier? Ich möchte da hoch. Ja. Wer bist du denn? Hallo? Schönen Abend für einen Spaziergang, nicht wahr? Ja. Unheimlich. Die Luft. Riechst du das? Fichten. Wo bist du? Fichten, Tannen, Douglasien. Ich konnte Koniferen noch nie so gut auseinanderhalten. Die Fichte sticht. Der raucht ja. Die Tanne nicht. Tanne. Fast so wie mein Name. Nie drüber nachgedacht. Wie heißt du denn? Tannhäuser. Tannhäuser würden wir hier sagen. Deutsche Wurzeln? Mein Opa. Das war? Was anderes? Die Dinger da auf dem Boden. Wir sagen Tannenzapfen dazu. In Wirklichkeit sind es Fichtenzapfen. Wusstest du das? Wie meinen Sie das? In Wirklichkeit. Na, Tannenzapfen zerfallen am Baum. In ihre Einzelteile. Fichtenzapfen bleiben ganz. Sachen gibt's, denkt man gar nicht. Stimmt das auch? Kann das bist bitte mal jemand googeln? Nein, nur zu Besuch. Gewöhne mich langsam dran. Ich auch nicht. Ich komme wegen der schönen Aussicht. Ich gehe weiter. Ich möchte... Kann ich hier wieder rein? Ich kann nicht mit leeren Händen zum Portal zurückkehren. Laut mal ein Teilchenbeschleuniger, du Trottel. Ich kann... Hier, mach Aufnahme. Beverly, ich habe eine verblüffende Entdeckung gemacht. Bei der einzigen Telefonzelle des Dorfes handelt es sich scheinbar um eine Art Geheimgang. Er führt direkt in die Schaltzentrale der Millennium-Kooperative. So, gibt's hier sonst noch? Hier ist... Hat man doch alles schon, oder? Was ist das denn? Was bist du? Verschlossen. Eine Markierung. Was ist das? An einer der Felswände ist mir ein Zeichen aufgefallen. Ein Hexagon. Über seine Bedeutung kann ich nur Vermutungen anstellen. Aha, okay, das hätten wir so finden können, als es hier noch nicht so war. Okay, das ist die Wohnzelle. Sie haben wir angesprochen. Hier können wir nochmal gucken. Mit dem Ding fahre ich ganz bestimmt nicht nochmal. Fernglas, können wir jetzt irgendwas sehen? Man muss eine Münze einwerfen. Ich hatte eine Münze, richtig, das Fernglas. Ah, ich erinnere mich. Auf der anderen Seite des... Oh.
Bitte nicht. Nein! Auf der anderen Seite des Sees ist ein Meteorit eingeschlagen. Okay. Interessant. Kamen da Aliens raus? Ich möchte jetzt einen besseren Gewinn haben als so große Katzenfutter. Ah, die kann ich bestimmt wieder... Jedes Los ein Gewinn, garantiert keine Nieten. Entschuldigung, aber Katzenfutter ist eine Niete für mich. Ich muss weiter. Ist er noch da? Da hinten, oder? Sehr gut. Schade, ich kann ein bisschen geben. Mein Herr? Herr Tom, die Freude ist... Ich hab sie bei der Tombola gesehen. Ich habe sie bei der Tombola gesehen. Haben Sie was gewonnen? Ich habe ein paar Wanderschuhe gewonnen. Wo kann ich die haben? Sehen Sie mich an. Wohin sollte ich denn noch wandern? Sie hingegen, Herr Tannhauser, wirken wie jemand, den gerne mal die Wanderlust packt. Oh, im gelben Wagen sitzt ich beim Schwager vorn. Ja, ja. So war das. Und Sie? Hatten Sie Glück mit Ihrem Los? Nein. Ich habe das hier gewonnen. Tafu. Sagen Sie, ist das vielleicht Katzenfutter? Jo. Ich frage für meinen Kater Klaus. Er liebt Katzenfutter. Komm, wir tauschen. Würden Sie vielleicht tauschen? Na, Lunge. Was schwebt Ihnen vor? Sie überlassen Klaus und mir diese köstliche Dose Katzenfutter? Und ich schenke Ihnen im Gegenzug dieses neue Paar Wanderschuhe. Größe 48. Also, was meinen Sie dazu? Nimm ich. Na, logisch. Okay, machen wir es so. Sie werden es nicht bereuen. Ja, das glaube ich auch. Okay, aber wirklich weiter sind wir noch nicht gekommen. Kann ich mit ihm reden? Kann ich mit der Matrose? Hatten sie denn irgendwelche Lichter? Ich gehe nochmal hier raus. Ich würde gerne mit dem Boot so fahren. Aber hier gibt es nichts. Tretbootverleih. Ja, ist ja schön. Los, geh weiter. Ich wüsste nicht wohin. Das weg. So. Trüberbrook zu Ende. Tannhauser ist abgehauen. Da ist er wieder. So, wir gucken nochmal hier auf die Karte. Vielleicht finden wir was Interessantes. Eine Wanderkarte. Der obere Teil ist abgerissen. Okay, was wir den anderen Teil also finden. Trüberbrook. Kreisbrokenlande. 1 Kilometer. Das ist doch hier Kilometer. Oder der Kilometer wird einfach übersprungen, weil da nichts Spannendes passiert. Verdammt, bin ich müde. Tut mir leid. Mein Tochterherz habe ich nicht gut geschlafen lassen. Kann ich hier nochmal schießen? Komm, ich möchte schießen. Ein paar kleine Entchen abknallen, das macht immer Spaß. Außer Konkurrenz. Das ist eine Schießbude für Kinder. Ja, und ich möchte schießen. Was treibt ihr denn hier? Wenn ich eins nicht leiden kann. Okay, geht's hier auch noch weiter? Möbius Palast. Gehen wir da jetzt rein? Fällt's runter? Hier, guck mal, irgendwas muss man mit den Vögeln noch machen können. Was sind die alle da auf dem Dach? Nein, nicht wegfliegen. Können wir jetzt nochmal? Das sind ja Vögel da, ne? Geht das vielleicht? Ich weiß es noch nicht. Außer Konkurrenz, nein. Das ist eine Schie. Okay, geht nicht. Ich dachte, das war jetzt vielleicht, warum auch immer. Du vielleicht? Wann spielst du? Klar. Betriebstemperatur. Okay, wir gehen mal rein.
könnte ich da nochmal gucken, was ich alles habe. Wir haben einen Stiefel. Wir haben gebrannte Mandeln. Eine Trillerpfeife, ein Glas. Flugticket wahrscheinlich, die 24, weiß ich nicht mehr, was das war. Eine Spitzhacke. Macht immer die gleichen Bewegungen, wa? Also der Tresen und das Glas müsste ziemlich sauber sein. Was ist das? Für Service bitte klingeln. Achso. Draußen nur Kentchen. Yes. Ich guck nochmal nach dem Essen hier. Habe ich noch aufgenommen, oder? Da habe ich schon einen Eintrag gemacht. Ja, ja, ja. Ja. Okay. Dazu hatte ich schon. Notiz an mich selbst. Das Befehl. Ja, gut. Haben wir also auch noch. Warum geht denn jetzt I nicht mehr? Ich hab doch gerade noch mit I mein Inventar geöffnet. Ah, jetzt geht's wieder. Komisch. Ja, Soße, ne? Soße. Soße tanken. Was machen wir mit der Soße? Können wir die Soße als Kühlmittel nehmen? Gehen wir eben nach oben. Wir gucken mal. Ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Mit der Soße. Keine Sorge. Die Theorie kennst du ja bereits. Der Quantendiskriminator sendet einen kohärenten Tetrionstrahl in das Portal. Und projiziert eine... Präzise. Durch Gericht, dass sich das einriss. Exakt. Ja. Das ist eine... Ich dachte... Schluss. Kann ich hier Sachen kombinieren? Die Soße in das Glas zum Beispiel. Geht nicht. Okay, wenn ich so. Nein. Weg. Fortsetzen. Ich weiß es nicht. Wir gucken nochmal in die Bibel. Oh, da wird auch nichts Neues stehen. War doch die Bibel, oder? Ja, gehst du. Naja. So, dann gehen wir wieder raus. Dann drehen wir uns im Kreis. Wo zum Teufel wollen wir denn nicht noch mit Trude reden? Kann Trude uns helfen? Na, Professorchen? Haben Sie sich die Gegend ein bisschen angeschaut? Das kann man wohl sagen. Kann ich abbestellen? Achso. Sie können die Polizei abbestellen. Was ist passiert? Sicherlich. Der Fall hat sich... Der Kommissar ist bereits auf dem Weg. Na, dann sagen Sie ihm ab, sobald er hier ist. Wie Sie meinen. Ja, wir brauchen da nichts. Kennen wir ein richtiges... Achso. Konnten Sie mein richtiges Pfand wiederfinden? Was meinen Sie? Mein Massagestab. Ihren was? Vergessen Sie es. Ja, der ist weg. Nach Benutzung nicht mehr wiederzufinden. Ich hätte da noch ja, eine natürlich. Okay. Sagt Ihnen der Name Lazarus Taft etwas? Taft? Ja. Ja, allerdings. Doppelkopfspieler. Hat meine Gäste ausgenommen wie Weihnachtsgänse, wenn sie mich fragen. Übler Typ. Lassen Sie sich bloß nicht mit dem ein. Oh, da sagen Sie was. Ach, schon gut. Ich muss weiter. Fühlen Sie sich wie zu Hause, Professorchen? Gib mir Mühe. Ach, warte mal, kann ich jetzt... Kann ich die Soße vielleicht auf die Antenne machen von draußen? Draußen feiern sie. Ja. Jetzt draußen feiern sie. Aus dem Fenster. Muss ich jetzt runter? Erst Vögel holen? Kann ich da nicht aus dem Fenster gucken? Hm.
Wie war die Kritik von dem Spiel? Die Rätsel sind manchmal viel zu leicht. Ja, manchmal schon, aber manchmal ist hier auch genug, dass man erstmal gucken muss. Naja, ihr zu Hause vor dem Bildschirm, ihr wisst natürlich ganz genau, wo ich hin muss und was ich machen muss. Das ist ja gar keine Frage. Ist ja nicht so, dass es ein bisschen Unterschied ist, ob man privat spielt oder nebenbei noch labern muss. Sie sind gemeinsam so schwer, dass die Antenne fast abbricht. Ja. Jetzt gehe ich wieder rein und gucke auf meinem Fenster. Und dann sagt er bestimmt, die feiern draußen. Können wir nicht rausgucken, ne? Draußen feiern sie. Ah. Gib die Soße aus dem Fenster, Mann. Feiern sie nicht mehr. Weiß nicht genau, wie das alles gehen soll. Sind die Vögel auch weg, oder? Ja, also immer. Also mit den Vögeln muss man was machen, wenn man hier stehen bleibt. Vögeln sonst noch sie sind gemeinsam so schwer, dass die Antenne fast abbricht. Ja, aber auch nur fast. Die Antenne ermöglicht. Ja, doch, das weiß ich doch.